Zum Millionär mit ägyptischen Staatsanleihen? Deutsche Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit werden aktuell mit ca. 0,3% verzinst. Die Zinsen für ägyptische Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit hingegen betragen fast 17%. Heißt das automatisch, dass eine Anlage in ägyptische Staatsanleihen rentabler ist als eine Anlage in deutsche Staatsanleihen? Ganz so einfach ist das nicht. Investiert man als Deutscher in Ägypten, so muss der Wechselkurs im Auge behalten werden. Angenommen, man möchte 100 Euro anlegen. Legt man diese zu 0,3% Zinsen in Deutschland an, bekommt man nach Ende der Laufzeit 100,30 € zurück. Legt man dieselben 100 Euro in Ägypten an, muss man diese zunächst in ägyptische Pfund tauschen. Diese werden dann zu 17% verzinst. Tauscht man den verzinsten Pfundbetrag wieder in Euro zurück, ergeben sich 117 Euro. Somit liegt eine Anlage in ägyptische Staatsanleihen nahe. Was jedoch, wenn das ägyptische Pfund abwertet, also an Wert verliert? Wertet das Pfund um die Zinsdifferenz zwischen deutschen und ägyptischen Staatsanleihen ab, also genau um 16,7%, wären beide Staatsanleihen gleich rentabel. In beiden Fällen hätte man dann einen Endbetrag von 100,30 €. Wertet das Pfund jedoch um mehr als 16,7% ab, wären deutsche Staatsanleihen attraktiver. Dies geschah beispielsweise im November 2016, als das ägyptische Pfund um 50% abwertete. Doch wie wahrscheinlich ist eine Wiederholung dieses Szenarios? Zwei Einflussfaktoren sind hierfür maßgeblich: die Inflation und die Wirtschaftsentwicklung. Erstens die Inflation. Hohe Inflation in einem Land bedeutet steigende Güterpreise. Nun ist es aber so, dass sich Preise ähnlicher Güter zwischen Ländern langfristig angleichen. Diese Angleichung findet über den Wechselkurs statt. Die Währung wertet ab. Derzeit befindet sich die Inflation in Ägypten auf einem Niveau von 11,5%. Daher scheint eine Abwertung um weniger als 16,7% plausibel. In Zukunft ist zudem eine höhere Inflation unwahrscheinlich, da die Zentralbank mit ihrer Zinspolitik erfolgreich hoher Inflation entgegenwirkt. Zweitens die Wirtschaftsentwicklung. Für Investitionen in Ägypten braucht man ägyptische Pfund. Eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung würde Ägypten als Standort für ausländische Unternehmen unattraktiv machen. Tatsächlich entwickelt sich die ägyptische Wirtschaft aber positiv. Das Wirtschaftswachstum beträgt derzeit 4,2%. Dies lockt Investoren an und erhöht damit die Nachfrage nach ägyptischem Pfund. Zusätzliche Sicherheit dürften die Investoren dadurch erhalten, dass die Zentralbank Währungsreserven aufgebaut hat. Auch deswegen erscheint eine Abwertung von mehr als 16,7% unwahrscheinlich. Aufgrund der konstanten Inflation und der sich positiv entwickelnden Wirtschaft scheint das Risiko einer so starken Abwertung des ägyptischen Pfundes sehr gering. Eine Anlage in 10-jährige ägyptische Staatsanleihen lohnt sich somit.